Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bad North für die Switch. Wir haben schon einige Inseln jetzt hinter uns gelassen, wie man sieht. Bei Stolberg, das ist unser Zuhause, wir haben angefangen, bis hierhin. Einiges haben vier Kommandanten bekommen, wie man sehen kann. Godran, Edmund, Genesa und Gandrik. Und nehmen wir uns einfach mal die nächste Insel vor. Es ist einfacher, wenn wir hier oben reingehen. Rüber zu kommen zu diesem roten Siegel, was da oben zu sehen war. So. Pioniere stellen wir mal. Kann ich auch mal hier hin? Obwohl, das ist dumm, die Pioniere, die brauchen wir jetzt noch gar nicht. Dann mal wegnehmen. Mal hier hin, falls Leute erdreisten, dort hochzugehen. Oh, guck mal, die Pioniere werden auch. Hier. Von da, okay, das ist natürlich dumm jetzt. Okay. Oh, noch einer. Bleiben wir mal hier stehen. Der einzige Weg, den wir sehen können, wäre hier durch die Pioniere durch. Das dafür müssen wir die dann hier hinsetzen. Wir beide halten diese beiden oben. Grüne werden hier das also Schatz halten. So, die Pioniere halten sie auf, so habe ich mir das gedacht. Und die die Bogenschützen eliminieren sie. Genau so habe ich mir vorgestellt. Nicht so schwer. Hier kommt ein ganz großes. Bogenschütz mal dahin. Hier an die Seite. Und unser Mann entschafft hier hin. Das reicht. Ist doch eigentlich. Das war gar nicht so schwer. Sehr gut. Ah, 6 Münzen. Gleich verteilen. Okay. Gehen wir zurück. Wieder ein. Dass ein Upgrade verfügbar war. Mal gucken. War das? Achso, ich könnte hier natürlich Kingshorn nochmal benutzen. Ne, das machen wir nicht. Wir sparen uns ein bisschen die Münzen auch. Denn ich würde ganz gern. Die Schläge und Projektile mit Schilden blockiert. Wäre natürlich cool, wenn die noch widerstandsfähiger sind. Ja. Bei den anderen. So. Erstmal aufladen. Genau, wir gehen zur Eisernen Insel. Vorbereitung der Insel, Eiserne Insel. Ja, es wird auf jeden Fall immer schwieriger werden jetzt. Machen wir mal alles. Hier rauf. Nachher wird es wahrscheinlich schwierig werden und die Umgebung der Inseln werden wahrscheinlich die sein, die uns am meisten besetzen haben. Wir kommen da runter. Wenn wir ruhig da hinkommen, wir sehen einen kleinen Hinterhalt. Viele weiter kommen ja nicht. Sehr schön. Kommen die nächsten. Normale, aber die müssen genau an diese Seite kommen. Heißt. Müsste ja möglich sein. Oh.
Schaden getötet. Okay, jetzt ist das ein bisschen viel. Okay, wir haben ein paar von denen verloren, leider, das macht aber nichts. Normal. Alter Schwede, ich habe noch einen von den Bogenschützen, noch zwei von den Bogenschützen, aber das war natürlich enge Kiste, der hätte man natürlich auch voll daneben gehen können. Dann wäre mein Typ tot gewesen. So, den sollten wir vielleicht aber auch ein bisschen. Bogenschützen sollten vielleicht auch stärker werden. Bogenschützen haben will. So, nächste Runde. Wenn man natürlich. Und nicht so ein Highlight. Drehen. Hier soll ich. Widerstandsfähige Stärke insgesamt. Das nehmen wir doch mal an. Die gehen da nicht. Erhöhter Schaden. Das ist okay. So, die Roten haben erhöhten Schaden. Wir ganz gerne 20 Sorten, ne? Bombardieren einzelne Spiegel mit einem Pfeilhagel. Machen wir auch mal. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir Papai. Papai. Gehen wir mal rein. Initialisierung des Spiels. So. Gucken. Ach, ist lang. Ausgeliefert, wenn es jetzt wieder. Hier los. Ich weiß gar nicht, wo der hinkommt. Laufen. Jetzt geht nach unten. Muss auf jeden Fall auch hier hin.
mal auch unten an. Wir holen die roten auch noch dazu. Bogenschützpulse sehen wir da. Da fahren sie direkt durch das Boot durch. Nicht. Das kann natürlich sein. Dürfte aber nicht passieren. Sehr gut. Oh, jetzt ist er. Kann ich ja nur benutzen, wenn ich jetzt keinen. Habe ich jetzt keinen. Ah, da, das gut. Okay. Na gut. Geschafft! Gibt nicht viel Geld hier bei so einer kleinen Insel, ne? Schade. Okay. So, jetzt können wir auf jeden Fall zum Kur und gucken, ob wir dann noch jemanden bekommen. Noch einen. Coolen Kommandeur. Vorbereitung der Insel Tunkur. Okay, das ist eine größere. Geht die alle schon weiter runter? Man kann wahrscheinlich nur 4 Kommandeure zur Zeit haben. Schade. Okay, da geht hier. So. Ist das so? Beiden Seiten Boot. Dahin. Thank you.
Nee, hey, muss doch klappen so. Jetzt fahr ich die letzte Runde, ne? Da oben. Die Schweine. Und komm auch hier. Auf die lassen wir da stehen. Oh nee, doch. Ah, hätte ich anders machen sollen, obwohl. Ich check überhaupt nicht, dass man nicht unterstützen kann. So. So schwer war es nun auch nicht. Okay. Sind wir 5 Kommandeure verfügbar? Kommandeure verfügbar. Du hast im Zug nicht alle deine Kommandeure eingesetzt. Möchtest du wirklich mit der nächsten Runde abbrechen? Wo hast denn deine Kommandeure? So, ich könnte auch mit einzelnen Kommandeuren jetzt noch irgendwo angreifen. Okay, okay. Also ich könnte jetzt sagen, ich möchte die Insel mit nur 2 Kommandeuren angreifen. Oder ein Kommandeur. Bringt ja nichts. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich möchte erstmal fortfahren. Ist alle wieder da? Kommandeure, und dann kann man ja aussehen, wie viele man reinnehmen will, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen runter zu... Voll? Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ist ein kleines Indie-Spiel, was aber wirklich Spaß macht, muss ich sagen. Ja, dann.